Servus zusammen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe die Aufgabe, zusammen mit Sascha Stemberg die Challenge What's in the Fridge anzustoßen. Ich hoffe, die Kollegen springen natürlich Vollgas drauf an. Und genau, wir gucken mal, was wir im Kühlschrank haben heute. Ich war gestern hier bei meinem Spargelbauer, habe noch ein paar Spargel mit dabei. Meine Frau hat gestern was Asiatisches gekocht. Das heißt, wir haben noch ein paar Reisnudeln im Kühlschrank. Immer noch zwei Sachen, und zwar einmal ein Flat Iron vom Heiko Brat, das ich vom letzten Grillen noch übrig habe. Und was von Büffelbill, einen schönen Büffelfeta vom Büffelbill. Mit den Produkten würde ich was kochen. Dazu gibt es natürlich Jordan-Olivenöl von unserem Freund Basti Jordan und zwei hausgemachte Sachen von Merkles hausgemachten Produkten. Einmal unsere Sweet Chili Soße, einmal unsere hausgemachte Soja-Gewürzsoße. Die Pfanne ist schon heiß. Ich lege direkt los. Ich werde den Spargel als erstes direkt mal anbraten. Der kann ruhig schön knackig sein. Genau, wir salzen den ein kleines bisschen vorab. Ein bisschen Pfeffermühle drauf. In der Zwischenzeit stelle ich eine zweite Pfanne auf. Das Flat Iron, das ist eigentlich ein Buchblatt vom Rind, das wir geteilt haben. Oder der Heiko hat mir das geteilt. Hat mir die Sehne rausgeschnitten und ich habe es mit unserer Sojasauce so 10 Tage mariniert. Er hat es schön durchgezogen. Das ziehen wir nur einmal noch durch die heiße Pfanne. Und den Büffelfilter vom Büffelbill würde ich jetzt gleich mal ein bisschen aufschneiden und werde den lauwarm im Ofen einfach ein bisschen marinieren. Der kommt dann einfach als Topping oben drauf. Meine Pfanne ist schon heiß. Olivenöl vom Basti rein. Salz brauchen wir keinen, weil wir schön viel Sojasauce dran haben. Okay, schmeckt. Da würde ich jetzt gleich mal ein bisschen ablöschen mit einem Schluck Weißwein, damit uns das Ganze nicht zu frost wird und dann auch einfach ein bisschen gar. Sollte leicht ankarren, wenn ich dir die ganze Geschichte. Sehr schön. Wir machen unsere Reisnudeln dazu. Zum Vortag machen wir das mit rein. Das ist immer wieder geschmeidig, wenn man ein bisschen Flüssigkeit dran geht. Dann haben wir hier die Chili-Soße. Gehen wir vorsichtig einfach ein bisschen mit dazu. Ein bisschen Soja. Das ist eine hausgemachte Würzsoße, da ist schon Chili, Knoblauch und so weiter mit dran. Und schmeckt man jetzt einfach so ab. Was ich immer gern dran mache, ist einfach noch ein bisschen ein schönes Curry oder ein bisschen Schärfe, einfach mit einem Chili-Gewürz. Flat Iron. Lassen wir noch ein bisschen ruhen auf dem Brett. Und dann würde ich einfach sagen, ein Glas Wein zwischendurch, müssen wir auch machen. Nehmen wir uns die Nudeln ein bisschen auf. Einfach die gegarten Spargel drüber. Kräuter sind auch immer schön. Das ist der Kollege. Den geben wir einfach auch noch ein bisschen den gleichen Geschmack. Soja und Sweet Chili.
bisschen Olivenöl. Mariniert. So. Und zum guten Schluss haben wir noch unser Fleisch von Heiko. Das raschieren wir einfach dünn auf. Und dann als Topping oben auf. Und würde sagen, sieht doch nicht schlecht aus. Ja, die Kollegen, die ich nominiere, das sind zwei Jägermeister. Das ist einmal der Daniel Fernbacher aus dem Adler in La Reichenbach und einmal der Walle Rottner von Rottners Romantikhotel in Nürnberg. Und ich freue mich auf eure Gerichte, Jungs. Gebt Gas und strengt euch ein bisschen an, okay? Tschüss.